Bevor ich das mache, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass morgen die Anmeldung zu meinem Online-Kurs Ernährungsumstellung So geht's richtig öffnet. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und wenn du ein für alle Mal deine Ernährung langfristig umstellen möchtest, keine Lust mehr hast auf Mittelmäßigkeit und dein Leben rocken möchtest, dann melde dich an, schau vorbei und sicher dir einen der begehrten Plätze. Den Link mit allen Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Hey, ich bin Maria von Raw Food und heute möchte ich mal ein paar Kokosnusswasser testen. Und zwar, wenn du mich bei Instagram verfolgst, dann weißt du ja, dass ich momentan jeden Morgen Kokosnusswasser mit Grassaftpulver, Chlorella und oder dem grünen Lebenssaft, aber auf jeden Fall dem Chlorella trinke. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein paar Kokoswasser ausgetestet oder teste gerade so und möchte dir jetzt hier mal fünf vorstellen und mal sagen, wie die so geschmacklich sind, was der Unterschied ist und am Ende auch sagen, so welches mein Favorit ist. Ich gehe auch so ein bisschen auf die Verpackung und sowas ein und ja, möchte dich einfach daran teilhaben. Also ich habe mir die Kokoswasser alle selber besorgt, bis auf das von Akoro. Da habe ich die Koro angeschrieben und gefragt, ob die mir eins zur Verfügung stellen und da haben die mir ein ganzes Paket geschickt. Und ja, teste die jetzt mal alle durch. Also die sind unterschiedlich. Ich habe, ja, ich erzähle dir das gleich mal. Ich fange mal mit dem hier an. Das ist das von Coco Pure Organic Coconut Juice und Antonio Martins. Und das muss ich sagen, da war ich so ein bisschen zurückhaltend, als ich das gekauft habe, weil das habe ich früher in Schweden schon immer getrunken. Und zwar, als ich früher Bikram-Yoga gemacht habe, da habe ich das immer nach dem Bikram-Yoga getrunken. Da gab es das in so kleineren Verpackungen. Aber das hatte irgendwie immer so einen zitronigen Nachgeschmack. Also es hat mehr so nach Zitronensäure geschmeckt als nach Kokosnusswasser. Und deswegen wollte ich das hier gar nicht so kaufen. Jetzt habe ich es mir aber einmal wieder gekauft, weil das von Kulau, das war alle und dann gab es nur das und dann dachte ich so, naja, okay, kaufe ich das mal und ich war relativ positiv überrascht. Also ich mache das jetzt mal auf. Die sind eigentlich alle, also die drei auf jeden Fall, alle gleich verpackt in so einem Tetrapack, was ja auch eine schwedische Erfindung ist. Und hier, das finde ich ganz interessant, das zeige ich dir jetzt hier mal in der Nahaufnahme, siehst du, das ist so ein bisschen rosa. Und rosa, da denken viele, oder als ich das mal bei Instagram geteilt habe, da meinten so einige, oh, die Kokosnuss ist schlecht und so, weil ich mir damals die frischen Kokosnüsse von Nakuru bestellt habe. Und da hatte ich dann auch meine rosane mit dabei, aber das heißt nicht, dass die schlecht sind. Also das kann sein, dass die schlecht sind, wenn die so ein bisschen grau, gräulich rosa ist und dann riecht es auch so, dann kann es schlecht sein. Aber das Kokoswasser ist nicht schlecht, sondern dieses Rosane, das ist eher, dass die Kokosnüsse jung sind. Und in Amerika, da wo es mein Favorit-Kokoswasser gibt, was es hier leider nicht gibt, da gibt es auch so rosanes Kokoswasser extra so zu kaufen. Und da steht dann immer drauf, oh, you're the lucky one, you got a pink one. Also du bist der glückliche Gewinner sozusagen, du hast ein rosanes bekommen. Und also das ist rosa hier von diesen Martins. Das ist das hier, dieses New Improved Quality. Das andere davon habe ich noch gar nicht getestet. Und ich koste das jetzt mal, also Prösterchen, ne? Also das ist jetzt nicht so intensiv vom Geschmack her. Es schmeckt auch nicht so viel nach Kokosnusswasser, sondern eher so leicht süßlich. Aber nicht so viel Kokos im Geschmack, muss ich sagen. Also es ist nur so ein leicht süßliches Wasser. Also man könnte auch sagen, als wenn Limonade stark verdünnt wäre. So schmeckt dieses Kokosnusswasser, würde ich sagen. Jetzt nicht so ein Kokosgeschmack. Dann muss ich auch dazu sagen, also ich trinke diese Kokosnusswasser immer schön gekühlt aus dem Kühlschrank, weil da schmecken die noch mal besser. Da hat es noch so einen intensiveren Geschmack. Und vor allen Dingen im Sommer ist es auch schön erfrischend oder nach dem Sport, da ist es echt der Knall im All. Und auch morgens so finde ich das sehr, sehr erfrischend. Und ich liebe auch den Geschmack. Wenn man das einfach so mit Chlorella mixt, das Chlorella von Lebenskraft Pur hat ja jetzt nicht so einen, finde ich, so einen algenartigen Geschmack. Ich finde, da schmeckt Spirulina wesentlich mehr nach Alge. Und wenn dir jetzt das nicht schmeckt, dann kann ich dir das Grassaftpulver empfehlen, was jetzt wirklich richtig nährstoffreich ist. Und ich muss dazu sagen, ich habe als Ziel
hier jeden Tag einen frischen Saft zu machen, frischen grünen Saft, aber ich bin noch nicht ganz da, aber ich komme so langsam dahin und Samuel will in Zukunft auch immer grüne Säfte trinken, aber bis dahin finde ich eben das Kokosnusswasser mit diesen Grassaftpulvern und dem Chlorella eine super Alternative. Hier, wenn du siehst, da habe ich jetzt gerade das von Nakoro eingegossen, das ist jetzt klar, das ist nicht rosa und das liegt einfach daran, dass es eben andere Kokosnüsse sind. Diese rosanen, die haben eben noch mehr Antioxidantien, sagt man. Also koste ich mal das hier. Das schmeckt jetzt wesentlich deutlicher nach Kokos. Also das schmeckt richtig nach Kokoswasser. Das ist nicht so süßlich wie das hier, sondern das schmeckt wirklich nach Kokos. Ich kann mal schauen, ob hier irgendwas anderes drin ist. Aber es ist eigentlich immer nur das hundertprozentige Kokoswasser drin. Also 100% Direktsaft steht hier auch drauf. Und hier stand es, glaube ich, auch drauf. Also da sind nirgendwo irgendwelche Zutaten drin. Alles 100%. Also das schmeckt wesentlich mehr nach Kokos als das hier. Das ist, wie gesagt, wie so ein leichter, verdünnter, ja, so Zucker, so ein Zuckergetränk. Da mache ich mal das von Kulau. Kulau. Das habe ich eine ganze Zeit lang getrunken. Das gibt es bei uns in der LPG. Das gibt es in der LPG und bei Dance. Das gibt es ja nur eben online zu bestellen. Das hier habe ich bei Amazon bestellt. Das gibt es auch in meinem Eisladen um die Ecke, Tribeca. Wenn du da noch nicht warst, kann ich dir mal ganz herzlich empfehlen. Die haben auch glutenfreie Eiswaffeln. Und zwar haben die da so tolle Sorten wie Pistazie Lucuma oder Banane Pekannuss oder Erdbeer Kokonuss. Also wirklich lecker. Das Eis ist nicht rohköstlich. Die haben auch ab und zu rohköstliche Sorten, aber vegan auf jeden Fall und ausgefallene Sorten. Da kann man auch das hier kaufen. Und das hier habe ich auch im Dance gekauft. Okay, dann mal weiter mit dem Wasser von Kulau. Man muss übrigens die Kokoswasser nicht unbedingt schütteln vorher, sondern einfach nur so ins Glas. Wie man sieht, ist das hier auch weiß. Also ich glaube, das ist das einzigste Rosane, was ich bisher hatte. Und jetzt koste ich mal. Schmeckt auch leicht nach Kokos. Nicht ganz so intensiv wie das. Die beiden muss ich nachher nochmal vergleichen. Das schmeckt auch relativ gut. Ich würde sagen, das ist eine Mischung zwischen den beiden. Also das fand ich bis jetzt am kokosgeschmackreichsten. Das ist ja eigentlich schon mein geheimer Favorit. Das ist in einer Aluminiumdose. Das ist der einzige Nachteil bei diesem Kokosnusswasser. Also das bestelle ich mir bei Amazon. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das trinke, weil das eben nicht so einen tollen, ja, ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Ich mache auch, wenn ich das unterwegs trinke, dann nehme ich immer wieder die leere Dose mit nach Hause, weil ich das einfach nicht irgendwo in Müll schmeißen möchte, sondern ich versuche wirklich, das zu recyceln, was ich auch mit den anderen Verpackungen mache. Und das schmeckt richtig nach Kokos, also richtig schön. Oh, das ist wirklich, oh, das ist lecker. Und das ist eben auch nur dieses 100% Kokoswasser. Kokoswasser hat ungefähr 20 Kalorien pro 100 Milliliter, also ist sehr, sehr gering in Kalorien, aber das hat sehr, sehr viele so Elektrolyten und ist eben auch so ein isotonisches Getränk. Also es versorgt dich nach dem Sport richtig gut mit so Nährstoffen. Und ich nehme mir auch oftmals eins, vor allen Dingen jetzt, wenn es so warm ist, mit zum Crossfit und trinke das entweder schon während des Crossfits oder hinterher oder vorher, weil essen kann ich dann vorher nichts und hinterher auch nicht gleich was, sondern erst so eine halbe Stunde, Stunde hinterher. Und da hilft mir dieses Kokosnusswasser immer so einen richtigen Boost zu geben und da trinke ich das hier am liebsten. Aber wie gesagt, ich habe eben immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das trinke. Also das ist geschmacklich jetzt bisher mein Liebstes. So, dann haben wir das hier. Das habe ich, wie gesagt, auch aus dem Dance. Das gab es nur in so einer kleinen Verpackung, deswegen habe ich das in so einer kleinen Verpackung geholt. Das ist jetzt nicht so der Burner. Also, das ist okay. Aber ja, also das sticht auf jeden Fall vom Geschmack heraus. Ist aber nicht so gut für den ökologischen Fußabdruck. Dann würde ich sagen, kommt das von Nakoro, aber ich muss die beiden nochmal kosten. Hm. Hm.
Das ist mehr Kokosgeschmack. Das hat hier fast so einen leichten, auch zitronigen Nachgeschmack, würde ich sagen. Das hat eher einen süßen. Also ich würde sagen, das ist meine Nummer 1, das ist die Nummer 2, das ist die Nummer 3. Also, und dann mache ich es auch so, also für morgens jetzt, weil das ist ja nur ein halber Liter, das andere sind jetzt 1-Liter Verpackungen. Das kostet 4,49 in der LPG. Ich glaube, das kostet auch 4,49. Und das von Akoro kostet 3,33 pro Liter. Also das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste. Das hier kostet, also wenn ich es ein halber Liter, muss man dazu sagen, also 520 Milliliter, wenn ich das jetzt bei Tribeca kaufe, dann kostet es 3,50. Ich glaube, wenn ich es bei Amazon bestelle oder so, bin ich runter auf 2,50. Aber da ist, wie gesagt, nur ein halber Liter drin. Also das ist auch das Teuerste. Und dann kommt das von Akoro. Also morgens nutze ich wirklich jetzt, also von dem Geschmackstest, werde ich mir regelmäßig jetzt das von Akoro bestellen, weil ich das am besten finde. Und es sind ja alles Tetra-Packs, die kann man auch jetzt im grünen Punkt machen. Also ganz, ganz wichtig, dass man das eben auch wirklich recycelt und nicht irgendwo in den Müll schmeißt, auch wenn man es unterwegs mit hat. Weil mir tut es schon so ein bisschen weh, das ist so gerade meine einzige Zero-Waste-Ausnahme, die ich so habe, für mich persönlich. Und ja, aber ansonsten, das ist so mein Test vom Kokosnusswasser. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, genau, das wollte ich auch noch dazu sagen. Diese Kokosnusswasser sind alle nicht rohköstlich. Ich habe im Dance mal eins gefunden, das war so eine kleine rosane Flasche. Ich wollte das für den Test jetzt auch besorgen, habe es aber leider nicht gefunden. Es ist so eine kleine rosane Flasche und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und das war, also muss ich sagen, noch schlechter als das hier. Also das hätte in dem Test am schlechtesten abgeschnitten. Also da war ich so richtig enttäuscht. Und dann habe ich neulich mit jemandem auf Instagram so ein bisschen Kontakt gehabt. Und sie meinte, es gibt auch noch ein Kokosnusswasser, ein rohköstliches von Koa. Also C-O-A heißt es. Das habe ich aber leider nicht bekommen. Das habe ich nirgendwo gefunden. Sonst hätte ich das gerne im Test mit dabei gehabt. Aber ansonsten, Kokosnusswasser sind leider nicht rohköstlich, aber haben für mich trotzdem einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil sie mir eben nach dem Sport sehr gut tun, auch morgens in den Getränken. Wie gesagt, es ist momentan noch meine Übergangslösung, bis ich zu den grünen Säften komme. Ich bin jetzt auch am Überlegen, mir mit Samuel diesen Angel Juicer zu holen, aber ich möchte den erst gerne von meiner Freundin Lea mal testen, wenn sie im Urlaub ist, um wirklich zu sehen, möchte ich das oder möchte ich das nicht, weil beim Vitamix, da war es auch manchmal so, also früher so, was denn, 500 Euro für so einen Mixer, das kann doch nicht sein, ich hätte den halt auch gerne früher getestet, bevor ich jetzt da 1300 Euro ausgebe für einen Entsafter und dann doch merke, dass es nicht so gut ist, weil ich möchte wirklich schon wissen, dass der wesentlich besser ist als den Entsafter, den ich jetzt habe. Gut. Das war mein Test zu den Kokosnusswassern. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn deine Meinung so zu Kokosnusswasser mit rohköstlich und nicht rohköstlich? Und was ist denn dein Favorit von diesen ganzen? Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht von dem von Akoro. Ich war auch dann, also das schmeckt auf jeden Fall besser als das in Schweden noch, aber trotzdem sehr, sehr künstlich irgendwie. Das ist mein Gewinner, mein zweiter Favorit, mein dritter Favorit. Ich bin mal gespannt, welches Kokoswasser du am liebsten magst. Hinterlass mir gerne einen Kommentar unten, da freue ich mich ganz, ganz doll. Und dann, ja, sage ich bis ganz bald. Lass es rocken, Maria.